Moin Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Assassin's Creed Valhalla. Ja, König oder Hochkönig Flan soll gekrönt werden. Das Problem ist, sein Lieblingspriester wurde entführt und wir haben die Wagenspuren jetzt bis hierher verfolgt. Wir müssen mal schauen, was wir hier finden. Ein Zahn. Looks like they hit a snag. Recognize him? That is Senan, the priest. Bastard stripped him of his clothes. That camp up there. What is it? Anakhdu is no camp, though it appears someone has made it into one. Let's go. What do you think? The priest was kidnapped. They took his clothes. I believe whoever did this means to wear them. A disguise? We will soon find out. Da links ist so ein Räuberlager. Wo sind wir inzwischen eigentlich? Aha. Ist ja schon mal verdächtig. Ups. Should be cautious around here. Looks like trouble. Now you pay. Was macht der Typ denn da? Wow. Stick with me. Almost there. Push you. Ich wollte eine Waffe werfen. Archie, das sah ungemütlich aus. Der ist schon tot? Na gut. We should search him. Ein Tötungsbefehl. Die Einsetzung des Hochkönigs rückt näher und mit ihr die Machtwechsel von den nördlichen Unil zu den südlichen. Sorge dafür, dass Flan Sinner vorher seinen letzten Atemzug nimmt. Verkleide dich als Priester und schleiche dich in Temer ein. So kannst du dich ihm nähern. Schneide dem Bastard die Kehle durch, während sie ihn lobpreisen. Sent to kill Flan. The letter is unsigned. An unknown enemy. Come. We must bring news of this to Kira. I'm with you. You handled yourself well, Eivor. I have to say, you really are no stranger to these sorts of encounters. You did not do so bad yourself. Aye, we stopped the death of a king this day. If only we knew who was behind it. No idea who would go to such lengths. You can take your pick of the Northern Enail kings, though it is the kings of Ulster who particularly dislike Flan. Different king. Same story. Okay. Köstlichkeiten, ah. So, aber hier gibt es ja noch mehr zu plündern. Was ist denn das hier eigentlich für eine Anlage? Ein verlassenes Dorf oder? Weil, ja, es sieht jetzt nicht unbedingt nach einer religiösen Anlage aus. Das dachte ich erst, als er meinte, das wäre kein Lager. Dachte ich, das wäre irgend so eine Zeremonienstätte oder sowas. Aber danach sieht es ja nicht wirklich aus. Große Taktik, Waffenrune.
So. Muss ich da runter tauchen? Wahrscheinlich schon, ne? Wahrscheinlich hier in diesen alten Turm rein. Nee, ich will schon hier so. Also. Dankeschön. Genau hier wollte ich hin. Achso, das ist aber trotzdem unterhalb der Treppe. Also einfach mal von der anderen Seite. Darf ich hier bitte runter? Hey, boah, ich will hier ins Wasser. Geht das? Ach, dann. Luxusgüter, aha. So mit Elfenbein und sowas, ne? Stand, glaube ich, in der Beschreibung bei unserer Handelstruhe. So, sag mal, Barret, haben wir jetzt einen Plan? Oder war es das hier erstmal? Wahrscheinlich war es das erstmal. Was sagt ja unsere Quest dazu? Melde dich bei Chiara. Ja, da sollen wir nach Temer zurück. Ich meine, wenn wir schon mal hier im Sumpf sind. Nee, aber da kommen wir wahrscheinlich noch vorbei, ne? Ich würde halt schon interessieren, was hier so abgeht. Aber wir haben es markiert, wir wissen, wo es ist. Das ist super. Ja, dann kommen wir jetzt erstmal zu unserer Quest zurückkehren. Ich finde es übrigens auch total gemütlich hier. So, hier müsste es ja irgendwo den Weg geben. Und das Pferd müsste da eigentlich auch stehen. Ja, da hinten ist es. Gerade wollte ich es rufen, aber da kann ich wohl auch schnell hinlaufen. Wo ist denn der? Naja, der wird den Weg schon finden. Wahrscheinlich hat er sich einfach vorteleportiert. Ich mag das Pferd, ne? Dieses langmähnige und dann so ein bisschen, ja, ich weiß gar nicht, wie das heißt, halt diese Haare an den Fesseln. Ich weiß auch leider nicht mehr, wie diese Pferderasse heißt. Ich weiß auch gar nicht, ob das in Wirklichkeit mehrere Rassen sind, die so aussehen oder... Ach, er hat ein eigenes Pferd gefunden inzwischen. Das ist ja mal interessant. So, dann sprechen wir mal mit... Kira wird sie ausgesprochen, ne? Any story? The priest is dead, and so too are his killers, bandits. I found this. It's an order to kill Flan. One of them was to disguise himself as a priest, cut Flan's throat during the coronation. Right under our noses. Why take the risk? Why not poison, or striking at him in his sleep? Poison can fail, and to kill him in his sleep lacks spectacle. But your point is sound. The killer would not have made it out alive. He was ready to die. Whoever plotted this is intent on seeing Flan fall. We need to warn him. After the coronation, I will not have this gnawing at him. Flan earned this. He will enjoy it. Meet him afterward at his quarters in Duro. He will make time for you there. Now, if you will take my excuses, I need to tidy up. Come along, The water was not that murky, was it?
You don't know much about the role of a poetess, do you, Eivor? Enlighten me. I will. Well, what are you waiting for? I asked to be excused. That meant you as well. I see other kings here. News of Flann's inauguration has reached far and wide. Come, we should join them. Is that him, Flann? Yes. What are they doing? Blessing him. Abbot Owen is the highest ranking official among the Christians. His blessing asserts that Flann is ready to fill the boots of his predecessor. It is all done before the Lia fall. A sacred stone that is said to endow the rightful kings with long reigns. Does it work? Depends on what you consider long. Coronations are long. Where is the food? You have not changed. I am here. I may as well enjoy myself. Das ist die richtige Einstellung. Aber sie hat sich ja echt ziemlich zurecht gemacht. Hätte ich gar nicht gedacht. And with that, Flann's enemies multiply. This warring of dynasties runs deep. If he's a smart king, he'll be eager for allies. Smart he is, but also impassioned. His plan to subdue the north is not driven by power so much as it is bloodlust. Auch Redner. Back there on our ride from Dublin. Kira made it seem there was more to you and Flann. What am I missing? A detail. A large detail. You see, the northern king who crowned me, Ed Findlia, he murdered Flann's father and took his place as High King. Then, as is custom, he married Flann's mother. Safe to say there is no love lost between you. None. To Flann, Ed was a venomous snake, and so too are the ones he favored. Winning his trust will be no simple task. We just thwarted an attempt on his life. That should at least perk his ears up. Let us hope. I will leave immediately for Duro. Meet me there as soon as you can. Wie spricht man diese Buchstabenkombination denn bitte Duro aus? Mit Anwesenheit glänzen. Müssen wir ja mit irgendwelchen Leuten quatschen. Zwei Fertigkeitspunkte, warum denn zwei?
Warte mal, Moment. Gibt es neue Fertigkeiten? Ich meine, es gab ein Update, das habe ich gerade vorher runtergeladen, weil jetzt ist halt hier die wilde Jagd und sowas, aber... Was gibt es denn hier für... Hier hat er doch auch kurz hingeschaut. Hier sehe ich gar nichts Neues. Ah, hier drüben. Verbesserter Bogenbenommenheitsschuss. Bei Einleitung des Bogenbenommenheitsschusses werden nun Pfeile auf alle betäubten Gegner im Blickfeld abgeschossen. Ja, okay. Das ist nicht so irre spannend für mich. Perfekte Parade. Pariere im richtigen Moment, um dem Angreifer zusätzlichen Schaden hinzuzufügen. Ja, gerne. Das nehmen wir mit. So, und hier drüben. Meisterhafte Konterrolle. Fügt der Konterrolle einen Stich mit der verborgenen Klinge hinzu. Ja, das ist doch auch voll geil. Konterrolle habe ich schon ewig nicht mehr benutzt. Weil ich auch schon wieder vergessen hatte, dass das existiert und funktioniert. Cool. Achso, ich wollte ja in die Quest reingucken. Triff dich mit Flan, okay. Wo sollen wir dafür hin? Wo ist das? Ach, hier drüben. Und hier gibt es ein Kloster, oder was? Ja, das sieht aus wie ein Kloster. Ja, darum können wir uns vielleicht beim nächsten Mal kümmern. Aber wahrscheinlich ergibt es auch Sinn, erstmal der Story zu folgen. Und wenn diese Region halt abgeschlossen ist, hier Miede, wie auch immer die in Wirklichkeit ausgesprochen wird, dann können wir uns da drum kümmern. Sehe ich eigentlich, wie voll meine Truhe ist? 82 von 240. Okay, das geht ja direkt. Ja, vielleicht sollten wir dann wirklich erstmal zu Flan reisen. Mal gucken, wie die Story hier weitergeht. Unterwegs können wir uns ein bisschen umgucken mit Odins Blick. Wo müssen wir hin? Da oben ist das schon? Nee, das ist wahrscheinlich der Handelsposten, ne? Ja. Noch weiter rechts davon, aber irgendwo. Da müssen wir dann hin. Ich finde die Landschaft irgendwie, also ich meine, es ist jetzt natürlich erstmal dunkel und neblig. Aber ich finde die Atmosphäre einfach richtig gut. Ja, das hat so was Mystisches an sich. Ja, das neue Event, ne, da geht es halt um die wilde Jagd im Prinzip, die man ja auch schon aus dem Witcher kennt, wenn ihr das hier geschaut habt, vielleicht sogar selbst gespielt oder woanders geschaut. Und die wird dann Ravenclaw angreifen, potenziell. Da müssen wir mal schauen. Ja, da gibt es dann wieder so ein bisschen Bogenschießen und im Pferderennen gibt es diesmal alles ein ganz kleines bisschen anders als beim letzten Mal. Und dann halt auch diesen Kampfring gibt es wieder. Da wird man dann diesmal gegen Geister kämpfen und so. Und das Ganze geht am 11. los. Da war doch noch eine Kiste. Ach da. Ich dachte, die wäre auch hier drin. So, vielleicht klauen wir erstmal einen Schlüssel. Schauen, ob es hier auch was zu lesen gibt. Ne, zu lesen gibt es hier nichts. So, und dann gibt es hier eine Truhe. Mit noch mehr Kleidung.
Okay, dann kommen wir ganz Cordoba im Prinzip schon. Also das Ganze, was ist das? Ein Sultanat? Ist Cordoba ein Sultanat? Ich weiß es nicht. Ja, das können wir dann aber komplett, wollte ich sagen, mit Kleidung eindecken. So, wir sollen da hoch bestimmt, ne? Aber vielleicht schauen wir uns erstmal in der Kirche um. Du kleiner Lausbub hier, was geht bei dir ab? You would imagine we would run out of work at some point. Ausgestoßene Druide. Ja, es gibt ja noch so eine Quest. Es gibt ja noch so eine Quest tatsächlich, dass man 10 von diesen Aufträgen erledigen soll. Ja, vielleicht mache ich das irgendwann mal nebenbei. Ja, die sind halt immer gezeitelt. Aber wenn ich sowieso mal irgendwann abfinde oder so, dann muss ich das ja vielleicht nebenbei mit tun. Okay, der Schlüssel ist also hinter der Kirche. Vermerk eines Priesters. Brüder, verzeiht meine hastige Abreise. Ich werde in einigen Tagen zurückkehren und dann können wir weiter auf dem Friedhof arbeiten. In der Zwischenzeit muss ich euch bitten, die Gräber nach dem Schlüssel zu den Truhen abzusuchen. Ich habe überall nachgesehen. Womöglich ließ ich ihn beim Begraben eines Toten fallen. Es ist wichtig, dass wir ihn wiederfinden, so unheilig die Aufgabe auch scheinen mag. Vater Simon, sage ich einfach mal, wird er ausgesprochen. Ja, kleiner Wikinger-Semi-Überfall. Braucht man nicht so rumschreien. So, was war da drin? Eine Fallenschussrune. Aha. So, laufe ich in die richtige Richtung? Wahrscheinlich schon. Ja, sieht gut aus. Hier links. Da gibt es noch irgendeine kleine Kiste. Oh, Moment. Ach, das Ganze hier unten. Schon ein bisschen weiter weg. Relax your shoulders. He has as much to gain from this as we do. Naja, wenn du mich kurz entschuldigen würdest. Hä? Was war das denn? Ich wollte hier einfach nur die Wand weiter hochkrabbeln. Okay. An der Stelle scheint es ein bisschen glatt zu sein. Dann schauen wir doch mal, was Flan so zu melden hat. Barris, we welcome you to Duro. It has been a long time. Thank you for meeting with me, Lord. I trust our gift was well received. Exotic spices, all of which are foreign to me. I am impressed. Only a taste of things to come. Dublin will soon be known as the pillar of Ireland's trade. To a long life and prosperous reign, my king. Such fealty. You honor me. You must be Eivor.
my gratitude for your selfless actions in what preceded my coronation. Lord? It seems my enemies could not wait for my reign to begin before trying to put an end to it. An old tale between Northern and Southern Eanale, I'm afraid. But it's one whose ending I will be the author of. Planning a war? A High King should have control over his land. And I shall. If it takes a bloody war, I must be prepared for it. Dublin's trade has plenty to offer and plenty of stout fighters, Eivor included, ready to fight alongside you. I appreciate your desire to strengthen the ties between Meath and Dublin. And as much as I find myself in need of aid, it appears you find yourself undermined by your own people. What do you mean? During the coronation, a monastery was raided and a Christian text was lost. The Book of Kells. Dublin Danes are to blame. Your support would be of great help, let me be clear. But this capriciousness will sooner harm me than help me. I take it the book is important. Authored by monks from the monastery of Iona some 8 years ago it was. After the Danes first reached our shores. It was meant to preserve the Christian faith in uncertain times. Today it is a symbol of that perseverance. If I retrieve the book, set straight the ones who did this. Would you welcome Barath into your court? It would help. These Danes, you know where they are? In a bog in Inch Row, just north of here. Eivor, this is my responsibility. Remain here. I'll see it done. Da haben wir's. Dann müssen wir uns da gleich mal nördlich hinbegeben. Vorher können wir hier eigentlich die Stadt noch plündern, oder? Würde ich sagen. Ja, so plündern, ihr wisst schon. Uns hier umschauen. Nördlich, ja, ist tatsächlich da. Wo ich mir vorhin schon dachte, dass wir auf jeden Fall noch mal hin müssen. Ja, dann würde ich sagen, wir schauen uns hier heute noch mal vernünftig um. Plündern eine Truhe, jagen einen Tattoo-Entwurf. Ja, der muss erstmal weg, befürchte ich. Schmeißen wir einfach da aufs nächste Dach. Okay, das hat super funktioniert, denke ich. Ach, komm schon. So, ein bisschen weg und ein bisschen zur Seite. Und schon haben wir die Truhe gefunden. Da drüben müssen wir hin, alles klar. Ja, aufs Kirchendach wollte ich den Stein offensichtlich werfen. Das ist natürlich nicht so die feine englische oder irische oder auch dänische Art. Obwohl, wir sind ja ein Norweger oder eine Norwegerin. So, mal sehen, in welche Richtung der Zettel abschwirrt. Ja, na klar. Hier in den Baum rein, Alvor, wäre total gut gewesen. Ach, komm schon hoch hier. Ach, Gott. Komm ich hier hoch? Nee, ne? Nicht freiwillig. Und weg ist er. Ja, das mit dem Baum da, der Übergang hat ja so gar nicht funktioniert irgendwie. Okay, aber es ist nicht weit von hier. Das heißt, da können wir gemütlich zu Fuß hinlaufen. Tschüss, kleiner Zettel, komm bald wieder.
Funktioniert er eigentlich auch, wenn ich da ziemlich weit weg bin? Oder, nee, da hinten fliegt er. Das scheint schon zu funktionieren. So, was gibt's hier? Ach, ein Bett trinken. Ja, das können wir uns heute zum Schluss noch gönnen. Wen? Mich und meine vielen Freunde hier, oder was? Sieht die schon doppelt? Oder mehrfach? Okay. Let's see your silver. Make it interesting. No fear. Me neither. Breach another cask. So, wie viel trinken wir denn heute? Drei Hörner wieder. Ich wollte gerade sagen, die Frau hat einen ganz schönen Schluck an sich, aber sie hat sich schon zweimal verschluckt, glaube ich. Wetttrinken hier noch relativ einfach. Abgehakt wird das nie. Tja, und dann können wir uns beim nächsten Mal hier direkt Richtung Norden aufmachen und dann wahrscheinlich auch dieses Rätsel hier mitnehmen. Ach Gott, fragt mich nicht, wie das ausgesprochen wird. Die Raste Unil. Ja, dann müssen wir uns hier vielleicht auch mal diesen Handelsposten schnappen. Das wäre vielleicht auch ganz gut. Ich weiß aber nicht, ob wir da zuerst irgendwie das Kloster plündern sollten oder nicht oder doch oder keine Ahnung. Wir werden es rausfinden. Eieiei. Ivor, sehr vorsichtig. Komplett betrunken. Ja, hier ist das Tor. Am Stall, da kann ich mich noch mal ins Heu hauen bis zur nächsten Folge. Und dann sehen wir uns ja vielleicht schon nüchtern wieder. Für heute war es das auf jeden Fall. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.